Hallo und herzlich willkommen im Loch. Ihr seht, ich befinde mich hier in der Erde. Und wer gräbt solche Löcher in den Wald? Naja, die Bodenkundler. So, und da ich von diesem Thema auch ein kleines bisschen Ahnung habe, dachte ich, das wäre eine schöne Gelegenheit. Und da es hier schon so ein tolles bodenkundliches Loch gibt, um besagtes bodenkundliches Loch mal mit euch anzuschauen. Ja? Also, Löcher im Wald, wahnsinnig faszinierend, wenn man sich damit auskennt. Sonst vielleicht nicht. Und eventuell ist auch das Maß eines interessierten Studenten, der solche Löcher faszinierend findet, nach 6 Löchern in Folge dann irgendwann voll und dann muss man sich nicht noch ein 7. Loch antun. Aber wir machen ja bloß ein Loch und ich denke, mit einem Loch kommen wir ganz gut zurecht. Habe ich irgendwann schon mal gemacht, ist aber eine Weile her. Und in diesem Fall handelt es sich jetzt um einen der ja, schönsten und am besten zu zeigendsten Böden, die wir in nicht nur Deutschland, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt, zum Beispiel Russland, hat recht viele davon, antreffen können. Und zwar den Potsol zu Deutsch. Das ist auch aus dem Russischen kommend. Pot meint sowas wie Ascheboden. Asche wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, aber das kommt tatsächlich aus dem Russischen und tatsächlich handelt es sich in gewisser Weise auch um einen Ascheboden und warum, das gucken wir uns jetzt genau an und vielleicht noch so ein kleines bisschen als kurzen Rundumblick. Das hier ist jetzt also ein Bodenprofil da hinter mir, ja? Also alles, wo ich hier drin hocke, ein Bodenprofil, das ist halt so eine größere Grabung, die gibt es mal in groß, mal in klein, eine gewisse Mindestgröße haben sie immer und dann nutzt man die Gelegenheit oft und präpariert dann innerhalb des Profils regelmäßig einen Teil der Profilwand, das hier wäre jetzt die Profilwand, eben nochmal besonders schön, damit man alle Eigenarten der Horizontierung des Bodens dann auch wunderbar beobachten kann. Was das jetzt sein soll und keine Ahnung, wovon der spricht, das erkläre ich euch jetzt. So, das ist jetzt also unsere Profilwand inklusive mir im Bild und das ist also ein Querschnitt sozusagen durch die verschiedenen Schichten, die sich hier in dem Boden befinden. Wenn man zu dem Profil was aussagen will, muss man auch immer so grob wissen, wo sich das Profil eigentlich befindet. Hier sind wir in der Lüneburger Heide. Das ist also ein Heidepotsol. Ich habe ja schon verraten, das ist ein Potsol. Das steht auch im Titel. Normalerweise würde man ganz am Schluss aus didaktischen Gründen nach der Profilansprache mit den Studenten dazu kommen, um was für einen Boden es sich überhaupt handelt, um die Spannung sozusagen hochzutreiben, weil das ist letztendlich so eine der Hauptaufgaben eines Bodenkundlers im Gelände, der eben einen Boden, eine Profilwand anspricht, rauszufinden, worum handelt es sich denn überhaupt und dann in der Feinheit dann noch die genauen Eigenschaften dieses Bodens hinsichtlich Fragestellungen wie Entstehung, woraus hat sich der entwickelt, wie alt ist der, wo geht das hin, die Entwicklung des Bodens, die ist ja nicht abgeschlossen, eine Bodenentwicklung ist nie abgeschlossen. Das ist immer ein fortlaufender Prozess. Der kann gar nicht abgeschlossen sein, es sei denn, der Boden ist weg. Ja, dann schon. Beziehungsweise dann bildet sich vielleicht neuer Boden und dann haben wir wieder eine neue Bodenentwicklung. Den Prozess der Bodenentwicklung nennt man Pädogenese. Nur damit ihr das mal gehört habt und man muss vielleicht noch mal kurz betonen, das klingt jetzt alles nach einem total abgefahrenen, unwichtigen Fachgebiet, was nur so gefühlte 5 Hanseles an irgendeiner Uni interessiert. Das ist auch so, aber trotzdem handelt es sich bei Boden um eins unserer wichtigsten Naturgüter. Vielleicht sogar, wenn man möchte, kann man auch sagen, das Wichtigste, weil ohne einen vernünftigen Boden kein Pflanzenwachstum, ohne Pflanzen keine Tiere und eben damit auch keine Ernährung für uns. Wurscht, ob wir jetzt sekundär das Schnitzel essen wollen oder eben dann doch die Blaubeeren, die hier überall stehen oder Heidelbeeren, je nachdem, wie man sie gerade nennen möchte, direkt. Das ist vollkommen Wurst, aber eine Pflanzenbedeckung brauchen wir in jedem Fall, um überhaupt irgendwie als Tier überleben zu können. Ohne Pflanzen
Außen ist das nicht möglich und Pflanzen können nur dann wachsen, wenn sie eben im Boden haben, es sei denn, es sind Wasserpflanzen und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber da wir halt eben nicht für ein dauerhaftes Leben im Wasser geschaffen sind, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir auch noch ein paar terrestrische Pflanzen behalten und dafür ist so ein Boden eben essentiell. Eins möchte ich auch nochmal vorwegnehmen, ein Potsohl ist ein eher schlechter Boden, was die Nährstoffverfügbarkeit, was die Bodenfruchtbarkeit anbelangt, heißt Ackerbau ist auf sowas nur sehr schwierig möglich, aber dazu kommen wir nachher noch ausführlicher und beschäftigen uns dann damit noch in etwas intensiverer Form, sage ich jetzt mal. So, das zum allgemeinen Blablub und jetzt zoomen wir mal noch ein bisschen ran. Hier sehen wir jetzt erstmal die oberste Schicht unseres Profils. Das ist der Bereich von hier bis hier. Ne? Also der komplette Haufen modriges Material, was auf dem eigentlichen Boden, der beginnt ab hier und tiefer, also man beguckt sich den Boden immer von oben nach unten an, und so ist auch die Altersentwicklung des Bodens. Ja? Oben ist immer ganz neu, da kommt immer frisch oben was drauf, sprich neue Kiefernadeln hier vor allen Dingen, neue Blaubeerblätter, neue abgestorbene Pflanzenteile und wenn hier mal ein totes Reh liegen sollte, dann landet das da eben auch frisch oben drauf, beispielsweise. So, das was hier drauf liegt, dieses Paket, es sind ungefähr, ich habe jetzt kein Lineal dabei, aber ich würde jetzt mal schätzen, so 7 cm, sowas um den Dreh vielleicht. Das ist der sogenannte Humus. Humus bzw. die Humusauflage oder der Auflagehorizont. Warum Horizont? Naja, sämtlicher Kram, der sich im Boden ablagert oder als Boden ablagert, lagert sich logischerweise horizontal zur Erdoberfläche ab, wie denn auch sonst, ist ja klar. Und drum spricht man eben von Bodenhorizonten, weil es hier den Auflagehorizont gibt. Darunter kommt jetzt hier dieser gräuliche Horizont. Und wenn wir jetzt dann weiter runter gehen, dann geht der gräuliche Horizont bis hier. Und dann haben wir eine Farbverlagerung und es gibt einen weiteren Horizont. Und wenn wir noch weiter runter gehen, haben wir da unten dann ganz klar zu erkennen, wiederum eine Farbverlagerung und einen weiteren schönen horizontalen Strich, womit man eben durch diesen natürlichen Prozess der Horizontierung von Böden eben auch ganz wunderbar festmachen kann, wo man da die Grenzen der einzelnen Etagen sozusagen zieht und die einzelnen Etagen im Boden haben auch unterschiedliche chemische und fürs Pflanzenwachstum wichtige Eigenschaften. So, also das sind so ein paar grundlegende Dinge. Ich habe auch Bodenkunde lange nicht mehr gemacht. Ich mache das Video hier ganz spontan, weil ich halt an diesem schönen Heidepotsohl vorbeigekommen bin. Also Bodenkundler, die gerade so richtig im Thema drin sind, mögen mir das bitte nachsehen und man darf auch sehr gerne gröbere Fehler meinerseits korrigieren, wenn man das gern möchte. So, Auflagehorizont. Auflagehorizont, der ist eben was Besonderes, anders als alle anderen Horizonte, die nach unten folgen, habe ich euch ja gerade eben schon mal grob gezeigt, ist der eben einem ständigen Wechsel unterzogen und es kommt zusätzliches Material regelmäßig dazu, sogar sehr regelmäßig, nämlich nahezu ständig, weil da wir es ja mit einem Nadelwald hier drauf zu tun haben, das ist ein Kiefernwald, bedeutet das, Kiefern haben keine saisonalen Nadelabwurf, die sind ja immer grün, das heißt im Winter schmeißen die ihre Nadeln nicht vollständig ab, sondern behalten sie eben über das ganze Jahr. Trotzdem findet ein Nadelwechsel statt und zwar ein Siebtel aller Nadeln in etwa pro Jahr wird ausgetauscht. Das heißt, ein Siebtel aller Nadeln fällt pro Jahr auch runter und das ist ein ständiger Eintrag von Material, was eben hier in unsere Humusauflage hinzukommt und Entschuldigung, so sieht man es noch ein bisschen besser, da hinzugefügt wird. Ne? Auch alles andere abgestorbene organische Material landet letztendlich in diesem Humus. Alles, ne? Also Reh, Köttel, totes Reh, Rehgeweih, wenn es abgeworfen wurde, Tourist, der hier seine Hinterlassenschaften hinterlassen hat, eine Bananenschale, die man in den Wald geschmissen hat, alles. Alles organische Material und organisch ist alles, was mal irgendwie gelebt hat oder Rückstände von Lebewesen, das landet da drin. So, und jetzt gilt grundsätzlich, je dicker diese Humusauflage, desto schlechter der Boden.
Das würde man spontan denken, ja, das ist doch gut, wenn die dick ist. Nee, ist es nicht, weil wenn die dick ist, bedeutet das, dass der Boden an dieser Stelle bzw. der Humus an dieser Stelle nur schlecht abgebaut werden kann. Ein enorm fruchtbarer Boden mit ganz vielen Regenwürmern drin, mit ganz vielen Mikroorganismen, Kleinstlebewesen, die da eben im Boden dafür sorgen, dass so ein Zeug überhaupt zersetzt wird. Wenn du davon ganz viele hast, dann geht die Zersetzung schnell. Das heißt, es bildet sich gar keine dicke, filzige, ich nehme euch hier mal ein bisschen was raus, ne? Das ist so ein richtiges filziges Material. Ob, so, jetzt hier. Richtig trocken, richtig leblos fast schon. Ne? Ein guter Humus, eine gute Humusart, das ist so eine richtig, richtig schmierige, klebrige, matschige Substanz, fast schon eklig. Aber die wird dann auch richtig flott umgesetzt. Und dieses trockene Zeug, das fühlt sich an wie ein Aus... So, muss ich hier machen, damit man es auch sieht. Das fühlt sich wirklich an wie ein ausgetrockneter Schwamm, obwohl es eben gerade erst geregnet hat. Und in keinster Weise irgendwie feststellbar, dass da drin was lebt. Ja? Also das fühlt sich auch nicht lebendig an. Und das ist genau auch die Tatsache, die hier vorliegt. Das ist nämlich eben auch nicht besonders lebendig, sondern wird nur extrem langsam mikrobiell umgesetzt. Also ein Rohhumus nennt sich dieses Packen hier drauf. Das ist eine sehr schlechte Humusart. Und je mächtiger der ist, hier geht's eigentlich noch, der kann auch locker doch dreimal oder viermal oder sogar fünfmal so mächtig sein, also viel dicker. Umso schlechter werden die Wachstumsbedingungen und umso mieser ist hier die Nährstoffverfügbarkeit für Pflanzen, die hier wachsen wollen. Man kann also aus der Art des Humus und der Geschwindigkeit, wie der zersetzt wird, absolut hundertprozentig Rückschlüsse darauf ziehen, wie gut die Nährstoffrückführung in diesem Wald ist. Also Nährstoffrückführung, was meine ich jetzt wieder damit? Damit meine ich, naja, wenn hier halt auch ein toter Stamm meinetwegen drauf fällt auf den ganzen Boden, ja, der muss ja auch zersetzt werden. Und wenn das schnell geht, dann sind all die Nährstoffe, die in dem toten Holz noch vorhanden sind, ruckzuck wieder im Boden und stehen für andere Pflanzen oder sonstige Lebewesen, die sich im Boden eben ernähren, sofort wieder zur Verfügung. Und es wird sofort recycelt. Ja? Also der Recyclingprozess, das nennt man auch Turnover, funktioniert wahnsinnig schnell. Und hier geht der eben nur sehr, sehr langsam. Heißt, wenn hier irgendwas stirbt, und sei es auch nur die Nadel, die vom Baum fällt, dann dauert das ziemlich lange, bis das Gestorbene aus dem Humus raus, nach unten in den Boden, muss ich nochmal hier zeigen, hier also in den Mineralboden übergeht. Und hier im Mineralboden ist es dann normalerweise in einer pflanzenverfügbaren Form aufgeschlossen. Und da kann es dann von den Wurzeln, also alle Nährstoffe, die recycelt wurden, können von den Wurzeln ab hier direkt aufgenommen werden. So, gehen wir mal ein Stückchen tiefer. Problem bei einem fruchtbaren Boden wäre ab hier auch eine außerordentlich schwarze, im besten Fall wirklich pechschwarze Schicht zu erwarten. Das nennt man AH-Horizont, also Oberbodenhorizont Huminstoff angereichert. Heißt, all die guten Nährstoffe aus dem Humus landen hier unten, die Wurzel freut's, die Wurzel nimmt's auf, Pflanzenwachstum brummt. Ja, hier ist aber nicht schwarz, sondern deswegen ist das ein Potzol, deswegen Asche, Boden, graue Asche. Wir haben hier nämlich eine Nährstoffauswaschung. Man kann hier doch so einzelne schwärzliche Partikelchen erkennen. Ne? Also es ist nicht so, dass es rein weiß oder rein grau ist, sondern so leicht ein paar Nährstoffe sind noch vorhanden. Also überall, wo hier was Dunkles zu sehen ist, da sitzen punktuell gerade noch ein paar Nährstoffe. Nochmal zum Mitschreiben, ja, je schwärzer, desto besser. Habt ihr im Acker einen Boden, wenn ihr ein Loch grabt und macht euch so ein Mini-Profil und euer Profil ist von oben bis unten pechschwarz, tipptopp, super Acker. Ja, Daumen nach oben, unscharfer Daumen. Habt ihr sowas, dann müsst ihr auf jeden Fall auf Kunstdünger setzen und könnt mit der natürlichen Nährstoffzusammensetzung eures Bodens für Nutzpflanzen, wohlgemerkt für Nutzpflanzen, erstmal wenig anfangen. So, wie entsteht sowas? Alles, was hier oben in den Humus fällt, ist sauer. Ja?
Kiefernadeln verrotten sauer. Wenn die sich zersetzen, dann werden ganz viele organische Säuren freigesetzt. Dass Säuren sauer sind, muss ich jetzt niemandem erzählen. Und diese Säuren werden dann mit dem Regen nach unten gewaschen und kommen dann als allererstes logischerweise in den obersten Bodenschichten an und lösen dadurch ihre enorme Säurewirkung sämtliche vorhandenen Strukturen. Also alles, was da an kleinräumigen Molekularstrukturen vorhanden ist, die Nährstoffe festhalten. Man kann sich das vorstellen eben wie ein Netz letztendlich. Ja? Und in diesem Netz bleiben normalerweise die Nährstoffe, die von oben aus dem Humus kommen, sozusagen hängen und sind dann verfügbar. Und die ganzen Säuren, die allerdings hier von oben kommen, da kommen auch Nährstoffe, aber vor allen Dingen Säuren, die zerstören dieses Netz. Die machen das Netz immer grobmaschiger und grobmaschiger, bis dann irgendwann alles, was von oben kommt, alles Gute, Calcium, Magnesium, Kalium und solche Sachen, die gehen dann alle durch dieses Netz sozusagen durch und werden nach unten ausgewaschen mit dem Regen. Wie die Fließgeschwindigkeit des Wassers ist, ist auch klar. Das fließt wie überall sonst von oben nach unten. Und wenn es dann viel regnet, deswegen gibt es Pozzole übrigens auch nur in Lebensräumen, mit vergleichsweise viel Niederschlag beziehungsweise genug Niederschlag. Es kann auch mal wenig Niederschlag auch schon ausreichen, wenn die Bodenbedingungen schlecht genug sind. Aber eigentlich sind das feuchte Lebensräume, in denen sich ein Pozzol entwickeln kann. Und mit dem Regen zusammen werden eben die Säuren und auch die Nährstoffe und alles, was so einen Boden fruchtbar macht, wird nach unten ausgewaschen. Wump, wir gehen tiefer. So. Hier sieht jetzt unser Boden schon nicht mehr ganz so furchtbar aus. Warum nicht? Hier ist er nicht mehr ganz so grau. Er hat eine etwas bessere Farbe, weil je weiter weg man ist, sozusagen, von den organischen Säuren, die hier für die Auswaschung der Nährstoffe verantwortlich sind, desto besser wird wieder der pH-Wert unseres Bodens. Ne? Ein Boden hat auch einen pH-Wert. pH-Wert setze ich jetzt mal als bekannt voraus. Und während der unter, direkt hier oben im Aschehorizont, ja, da sieht man noch ein bisschen was davon, während da der pH-Wert wirklich unglaublich niedrig sein kann, so irgendwas im Bereich von 2, wenn es dumm läuft, teilweise sogar auch 1, in wirklich ganz fiesen Fällen, normalisiert der sich jetzt, je tiefer man kommt, immer mehr. Es kann je nach Boden eine durchaus sehr lange Schicht sein, in der der pH-Wert so halbwegs noch in Ordnung ist. Das ist hier der Fall. Ja, das ist alles ein und dieselbe Bodenschicht. Alles ein ausgebleichter Horizont mit deutlicher Nährstoff- bzw. Tonverlagerung nach unten. Wenn wir hier die Fingerprobe machen. Die Fingerprobe heißt, wir nehmen uns ein bisschen Boden. Und das kann man sich auch ganz einfach merken. Versuchen jetzt aus diesem bisschen Boden eine Wurst zu drehen. Ja, man muss den vorher anfeuchten. Normalerweise, ich habe jetzt nichts zum Anfeuchten dabei. Aber selbst wenn man den anfeuchtet, du kannst aus diesem Boden mit Sicherheit keinerlei Wurst drehen. Das heißt, wir haben es hier mit einem reinen, feinen Sand zu tun, von der Struktur des Bodens her. Und je besser die Wurst ist, die man da draus drehen kann, desto klebriger sozusagen der Boden. Und ganz grob für den Anfänger, ja, kann man übersetzen, ein klebriger Boden, da bleiben Nährstoffe besser kleben. Und da wird das Zeug weniger gut ausgewaschen, wenn der Boden einfach klebriger ist. Und in so einem Sandgitter, da ist zwischen den einzelnen Sandkörnchen immer noch jede Menge Platz. Da kann das Wasser wunderbar an den einzelnen Sandkörnchen vorbeifließen, dazwischen runter mit hoher Geschwindigkeit, alles abtransportieren und alles mit nach unten nehmen, wo eigentlich Nährstoffe drin wären. Und dieser Horizont hier, diese ganze Wand, die ihr jetzt hier gerade sehen könnt, das ist ein unglaublich nährstoffarmer Sand. Der besteht im Wesentlichen aus Silizium und was in Spuren noch drin sein kann, daher noch diese leicht bräunliche Farbe, die man hier teilweise noch so ein kleines bisschen erkennen kann, ist vor allen Dingen noch ein letzter Rest Huminstoffe, die noch nicht unten angekommen sind. Also der Auswaschungsprozess von oben aus dem Eluvialhorizont hier, also diesem grauen, dem Ascheboden in dem Pozzol, im eigentlichen Ascheboden, ja, aus der Ascheschicht sozusagen. Alles, was da ausgewaschen wird, verbreitet sich dann hier sozusagen im Boden, daher noch diese leicht bräunliche Farbe, wird aber früher oder später auch so weit nach unten transportiert. Das ist einfach ein wertender Prozess, bis wir hier ankommen, hier an dieser magischen Linie. Und ab da ist der
magische Punkt, wo wir so tief im Boden sind, dass die Säuren langsam an Wirksamkeit verlieren. Ja? Alles, was die hier oben durchmachen und wo sie sich abreagieren chemisch, verbraucht letztendlich Säurestärke, wenn ich das so übersetzen darf. Und da irgendwann ist die Säure dann sozusagen aufgebraucht und dann befinden wir uns hier unten und hier normalisiert sich wieder der pH-Wert. Und das bedeutet, die bisher in der Säure gelösten Nährstoffe fallen hier wieder aus. Ausfallen, chemischer Begriff, auch das setze ich jetzt mal als bekannt vor, voraus und bilden hier jetzt diese schwarze Farbe, die wir in einem normalen Boden ganz oben erwarten würden. Hier gibt es also jetzt wieder Nährstoffanreicherung. All die guten Sachen, die eben aus dem Recycling der toten Bäume, der toten Pflanzen, der toten Tiere und so weiter und so fort stammen, die sind noch da. Nur leider sind sie jetzt viel weiter unten. Wir befinden uns inzwischen in etwa 60, 70 cm Bodentiefe. Und was bedeutet das jetzt konkret für ein Ökosystem? Naja, wenn eine Pflanze auf diesem Boden wächst und die Pflanze will in diesem Boden Nährstoffe bekommen, dann braucht die logischerweise, ganz simpel, eine 60 bis 70 cm tiefe Wurzel, um bis zu dieser Schicht überhaupt zu kommen. Ja? Und das kann man jetzt nicht nur sehen, dass hier die Farbe sich verbessert, sondern man kann hier jetzt auch versuchen, ein Krümelchen zu entnehmen. Und ne, während ich oben, da kann ich einfach ein kleines bisschen, seht ihr, also hier bohre ich quasi meinen Finger locker rein und krümel, krümel und alles ist gut. Da unten, ja, ich kann mich auch langsam vorkratzen, aber der ist haptisch viel, viel, viel härter da unten. Das fühlt sich richtig steinig an. Es ist ein bröckeliger Stein, es ist ein zerbrechender Stein und auch die Farbe dessen, was ich jetzt in den Fingern habe, ist eine ganz andere. Der Boden ist hier auch feuchter, hat eine körnigere Struktur, macht meine Hände auch dreckiger. Das ist kein super feiner Sand mehr, sondern da sind jetzt eben auch noch andere Materialien dazwischen. Das kann man spüren, das kann man sehen, das kann man in manchen Fällen sogar riechen und einige Leute sagen, sie können es auch schmecken, wobei ich das nicht unbedingt jetzt ausprobieren möchte. So, ihr seht ja, das wird hier schon viel, viel härter. Ne? Man kann sogar, seht ihr, hört ihr das Klopfgeräusch? Ich weiß nicht, ob das Mikro so gut ist. Ne? Und da oben ist das erstens mit sehr viel Geriesel verbunden und klingt nicht so fest. Durch diese massive Zusammenbackung und das Ausfallen sämtlicher Nährstoffe hier unten kann es passieren, dass, wo man im ersten Moment noch denkt, oh toll, da sind die Nährstoffe, dass da auch eben jede Menge Eisen ausgefällt wird. Dann bekommt der Boden dann auch irgendwann so eine rostige Farbe. Das beginnt hier bereits, ist aber noch nicht so schlimm, wie es theoretisch sein könnte. So, und wenn da jetzt jede Menge Eisen ausfällt, was bekommt man denn, wenn sich ganz viel Eisen anreichert? Einen sehr weichen, sehr gut durchwurzelbaren Boden wohl eher nicht. Also es kann so weit gehen, dass es hier sogenannter Ortstein bildet in dieser Phase. Und das ist nichts anderes als letztendlich ein rostiger Klumpen Eisen. Eine Schicht rostiger Klumpen Eisen. Ja? Und da kommt dann keine Wurzel mehr durch. Das heißt, der Prozess des Schlechterwerdens solcher Pozzole liegt darin, dass erstens der graue Boden immer tiefgründiger wird. Das heißt, die Wurzeln der Pflanzen müssen immer länger werden, um noch an die Nährstoffe rankommen zu können. Und selbst wenn das kein Problem ist, weil man im Baum ist, 60 cm tief ist für einen Baum überhaupt kein Problem mit der Wurzel, gar keins. Also Wald kann hier nach wie vor wunderbar wachsen, die Bäume kriegen schon ihre Nährstoffe ab. Nur, auch Wald hat ein Problem, wenn der Prozess so weit fortgeschritten ist, dass diese feste Schicht hier unten, diese harte, kratzige Schicht, dann irgendwann schlimmstenfalls sogar Ortstein aufbildet, weil durch eine Eisenwand wächst die stärkste Wurzel irgendwann nicht mehr durch. Ja? Und da ist dann Schluss. Drum ist der Prozess der Verschlechterung von so einem Pozzol, wenn da immer mehr Säuren, immer mehr Nährstoffe ausgewaschen, immer mehr hier unten konkretisiert, immer schlechter wird's und irgendwann ist es dann vorbei und wir haben einen tatsächlich für 99% der so vorkommenden Pflanzen nicht mehr brauchbaren Boden und das kann dann so weit gehen, dass entsprechend die Vegetation obendrauf vollständig abstirbt oder sich bestenfalls so eine Art Wüstenvegetation entwickelt und die Folge ist dann, das muss ich jetzt auch niemandem mehr sagen, tatsächlich eine Art Wüste.
Ja, obwohl das eigentlich ein regenreicher Lebensraum wäre. Aber Regen allein macht eben nicht tolles Pflanzenwachstum, sondern Regen plus fruchtbarer Boden macht tolles Pflanzenwachstum und dazu noch einigermaßen angemessene und brauchbare Temperaturen. Das wäre auch noch wichtig, hoppla, das war mein Knie, hinzuzufügen. Das ist ein Heideportsol. Ein wirklich sehr schönes Exemplar, toll zum Vorzeigen. Und das sind die Prozesse, die für sowas eine Rolle spielen und den eben nach und nach beeinflussen. Ich spare mir jetzt die genaue Nomenklatur, wie welcher Horizont heißt. Das interessiert keine Sau, außer die 5 Bodenkundler an jeder Uni, die es halt doch interessiert. Entschuldigung. Ja, nein, Bodenkunde ist ein wahnsinnig spannendes Fachgebiet, wenn man dann wirklich den Willen aufbringen möchte, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Betrifft halt nur relativ wenige Fachwissenschaftler. So, dann bin ich jetzt inzwischen auch wieder raus aus dem Loch. Man erkennt Bodenprofile in der Landschaft an so einem Gitter, beziehungsweise so einem Zaun drumherum. Das ist vorgeschrieben, dass wenn man ein Profil anlegt, dann muss man auch so ein Geländer drumherum machen, damit da keiner aus Versehen reinfällt. Einfach als zusätzliche kleine Sicherheitsmaßnahme. Denn das kann schon insgesamt ein ganz ordentliches Loch sein. Hier dekorativ mit Frau. Und das war jetzt das Einstiegsvideo sozusagen zu unserem Ausflug in die Lüneburger Heide. Die Grundlage für alles, was die Heide ausmacht, was Heideökologie ausmacht, muss man nämlich erstmal tatsächlich im Boden suchen. Und die Grundlage für viele, viele Punkte in der Heideökologie ist eben der arme Boden, den wir hier vorfinden, die Pozzolierung. Teilweise ist das einfach ein natürlicher Prozess. Die Böden hier sind nun mal arm an Nährstoffen und es herrschen nun mal saure Verwitterungsbedingungen und damit bildet sich bei den vorhandenen Niederschlagsmengen, die hier nun mal runterkommen und der Tatsache, dass es nicht super, super kalt, aber auch nicht wirklich richtig heiß ist hier in diesem Lebensraum, dann würden nämlich die Nährstoffverrottung im Auflagehorizont, im Humus auch wieder schneller gehen und dann hätten wir auch nicht diese enorme Versäuerung und den Einsatz von organischen Säuren. Das habe ich nämlich nur vergessen zu sagen. Wo kommen denn die organischen Säuren, die da maßgeblich an der Versauerung bzw. am Nährstofftransport nach unten verantwortlich sind, wo kommen die denn eigentlich her? Ja, von Organismen, die eben versuchen, trotz der schlechten Zersetzbarkeit von Kiefernstreu und der schlechten Ausgangssituation, den schlechten, ohnehin schon wenigen Nährstoffen, die im Boden vorhanden sind, müssen die ja trotzdem sich irgendwie ernähren. Und deswegen müssen sie an das, was an Nährstoffen noch zu kriegen ist, rankommen. Und drum produzieren sie eben selber diese organischen Säuren, um eben schlecht zersetzbare Streu noch zersetzen zu können. Und das hat eine Nebenwirkung sozusagen. Ja. Und die Nebenwirkungen sehen wir dann in Form von so einem Pozzol. Also es ist ein bisschen nachvollziehbar. Ne? Also leben will jedes Lebewesen und dann tut man halt das, was notwendig ist, um selber am Leben zu bleiben und kümmert sich nicht immer, auch nicht immer in der Natur. Man denkt ja immer, die Natur macht sich selbst ihren Lebensraum nicht kaputt. Das stimmt nur begrenzt. Ja? Auch in der Natur tut eben die Natur das, was sie tun muss, um am Leben zu bleiben. Und manchmal kann das auch irreversible Folgen haben und den Boden nachhaltig nach und nach verschlechtern. So, jetzt sage ich manchmal und manchmal ist glatt gelogen, denn jeder Boden weltweit, mit Ausnahme von ganz wenigen Ausnahmen, verschlechtert sich im Laufe der Zeit. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Nur, jetzt kann man ja sagen, ja gut, aber dann wäre ja irgendwann die Erde unbewohnbar, wenn jeder Boden irgendwann nur noch aus nährstofflosem Sand bestehen würde. Jaha, das Dumme ist nur, beziehungsweise der Knackpunkt ist, Böden bleiben ja nicht immer an Ort und Stelle, sondern es gibt ja auch noch Kontinentalbewegungen, die liebe Geologie und der liebe Alfred Wegener, der für uns festgestellt hat, dass die Kontinente eben entsprechend in Bewegung sind und dann mitunter mal der eine Kontinent unter den anderen Kontinent verschwindet, aufgeschmolzen wird im Erdinneren, sich natürlich damit auch die Nährstoffzusammensetzung sämtlicher Gesteine und sämtlicher Böden, die da auf
auf den Gesteinen mal drauf waren, wieder erneuert und durchmischt und alle im Erdinneren verfügbaren Nährstoffe, und das sind alle, die wir auf dem Planeten irgendwo haben, werden dann wieder frisch durchgemischt, und wenn dann irgendwo eine neue Vulkaninsel hochblubbert, beispielsweise eine Vulkaninsel oder ein sonstiger Vulkanausbruch, dann kriegen wir frisches geologisches Material, ja, frisches Magma von unten, und da sind jetzt wieder sämtliche Nährstoffe, die jemals in einem sehr alten Boden drin waren, auch wieder drin und stehen wieder frisch zur Verfügung. Und aus einem vulkanischen Boden, aus einem vulkanischen Material, sei es jetzt Magma, sei es vulkanische Asche, all das ist potenziell sehr nährstoffreich, ist im ersten Moment mal ziemlich giftig und ziemlich heiß, aber dann sehr nährstoffreich, und daraus können sich wunderbare, hervorragend bewirtschaftbare Böden entwickeln, die dann, sofern wir nicht durch anthropogene Maßnahmen dafür sorgen, dass es schneller geht, für Tausende von Jahren wunderbar Nährstoffe zur Verfügung stellen, bis es dann wieder langsam etwas knapp zu werden beginnt. Und ganz langfristig gesehen also, obwohl auch die Natur selber einen Prozess am Laufen hat, der die Wachstumsbedingungen für Pflanzen immer schlechter werden wird, hat, wenn man das jetzt philosophisch oder esoterisch betrachten möchte, die Natur dann trotzdem noch ein Notprogramm, das über super lange Zeiträume Böden auch wieder erneuert. Nämlich Subduktion, also sprich das Gleiten der einen Kontinentalplatte unter die andere. Jeder Boden verschwindet irgendwann mal wieder im Erdinneren und kommt in Form von Magma irgendwo mit neuen Nährstoffen ausgestattet wieder raus. Man muss sich ja auch klar machen, wir können nicht wirklich Nährstoffe verbrauchen. Die chemische Zusammensetzung der Erde ist konstant, sofern wir nicht was aus dem aus der Erdanziehungskraft heraus ins Weltall katapultieren, werden wir hier nichts los. Das heißt, früher oder später, das kann halt ein paar Millionen Jahre dauern, wenn es dumm läuft, wird alles mal wieder recycelt und ist dann wieder verfügbar. Ja. Nur sind wir als Mensch vielleicht nicht darauf ausgelegt, Millionen von Jahren auf sowas zu warten, und sollten daher unser Tunlichstes versuchen, um die Prozesse der Bodenverschlechterung nicht noch künstlich zu beschleunigen. So, und damit kommen wir zurück zur Lüneburger Heide, denn das hier ist zwar eine sehr faszinierend und optisch sehr schöne Landschaft, das ist ja gar keine Frage, und man kann hier auch unglaublich Spaß haben und die Landschaft genießen. Darf man wirklich machen, überhaupt nichts dagegen auszusetzen. Aber sie ist auch eins der besten Beispiele für den Einfluss des Menschen, der hier einfach nachhaltig seine eigenen Lebensgrundlagen zunehmend ruiniert hat. Und ja, das werden wir uns jetzt eben im Rahmen einer kleinen Wanderung für mich und diverser Videos für euch, beziehungsweise für uns, Frau ist ja auch dabei, werden wir uns das jetzt noch genauer angucken. Ich bedanke mich soweit schon mal, hoffe, weiteres Interesse vorfinden zu können, und dann geht es auch weiter mit dem zweiten Teil. Die sind thematisch nicht so eng aneinander hängend, dass man sie nicht auch einzeln gucken könnte, aber letztendlich ist es schon alles eine große Serie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.